Wir leben im Krieg. Aber wir sind eine Familie und nichts wird uns trennen können. Ihr werdet von nun an in dieses Heft alles eintragen, was mit euch passiert. Das ist eure Großmutter. Ihr werdet bei ihr eine Weile bleiben, bis der Krieg vorbei ist. Wir müssen eine Menge für Großmutter arbeiten. Sonst schlägt sie uns und sperrt uns über Nacht aus. Was zum Teufel ist in euch gefahren? Auch der Briefträger, der Kneipenwirt und andere ohrfeigen und treten uns. Wir beschließen, unsere Körper zu trainieren, um uns abzuhärten. Drecksau! Bastard! Wir schreiben alles auf, was wir sehen, was wir hören und was wir tun. Es tut nicht weh! Mögt ihr es, wenn es weh tut? Wir tun das nur, um den Schmerz zu besiegen. Und die Kälte. Und den Hunger. Ich verstehe. Es ist Krieg. Im Krieg töten sich die Menschen gegenseitig. Die Leute in der Stadt sind schwach. Viele sterben. Aber wir sind stark, weil wir geübt haben. Wir müssen die zärtlichen Worte unserer Mutter vergessen, weil die Erinnerung daran zu sehr schmerzt. Wir lassen uns nicht trennen.